Herzlich willkommen zur Pressekonferenz 29. Spieltag in der Regionalliga-Bundesliga, die Rhein-Neckar-Löwen gegen die MT Melsungen. Halbzeitstand in dieser Partie war 14:13 für die Rhein-Neckar-Löwen, der Endstand 23:28 für die MT Melsungen. Das Ganze vor 5.865 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Wir kommen zu den Statements und starten mit dem Trainer der MT Melsungen, Roberto Garcia Parondo. Und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Guten Abend alle. Ja, natürlich, wir sind sehr, sehr zufrieden zum Sieg. Wir haben jetzt zwei mehr Punkte und diese Punkte sind sehr wichtig für uns. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit der Intensität, die die Mannschaft hat heute gespielt. In der ersten Halbzeit, ja, wir haben nicht unser Handball gemacht, aber war nicht schwer. Und in der zweiten Halbzeit, ich glaube, dass wir haben ein gutes Spiel in Angriff und Abwehr. So, sehr glücklich. Nochmal die Mannschaft, die Spieler hat etwas sehr, sehr gut gemacht. Und das ist der Weg. Wir haben viel mehr Spiele und ich hoffe, dass wir können spielen mit einem guten Level. Viel Erfolg die nächste Woche für die Spiele in der Europa-Liga. Und das alles. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem Trainer, von Sebastian Hinze, bitte. Ja, schönen guten Abend, Glückwunsch an die MT Melsungen. Ja, ich sehe das Spiel komplett ähnlich oder gleich. Erste Halbzeit, finde ich, machen wir das gut, haben in der Anfangsphase so ein bisschen Probleme ins Spiel reinzukommen, stehen aber defensiv gut. Und dann ist ein bisschen schade, dass wir vor der Halbzeit dreimal in guten Situationen scheitern, dass wir nicht mehr reinnehmen, haben aber Energie, kommen übers Tempospiel mit Niklas über die Mitte, stellen eine gute Abwehr. Apfel war gut drauf, auf der anderen Seite natürlich auch guter Torwart im Tor heute, aber ja, das ist in der ersten Halbzeit so, dass es, ja, ich schade finde in der Phase, wo wir so richtig Energie auf dem Spielfeld haben, dass wir da nicht es schaffen, auch mal wegzuziehen. In der zweiten Halbzeit kommen wir okay rein, haben aber dann ja, so ein bisschen Probleme im Abschluss. Ich glaube, zweimal von der Außenposition, 7 Meter, einen Kreiswurf, wo wir noch gute Situationen kreieren. Und dann liegen wir eigentlich nur 2 Tore zurück und dann verlieren wir 10 Minuten so ein bisschen den Zugriff aufs Spiel. Ja, vor allen Dingen auf unser Angriffsspiel. Sie gehen dann in so eine Pressdeckung 3-3. Und dann, klar, gibt es viele Paraden, aber wir kreieren auch nicht mehr so klare Chancen, sodass wir sagen müssen, dass sind nicht die Abschlusssituationen, die wir 40 Minuten davor hatten. Abwehr zweite Halbzeit finde ich immer noch in Ordnung. Klar, dass wir, wenn wir diese Räume so eng stellen am Kreis, dass Christo Panz da natürlich auch 1-2 Würfe bekommt und sicherlich auch 1-2 Mal zu nah. Aber ja, in dieser Phase verlieren wir einfach uns selber so ein bisschen den Kopf für unser Spiel. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch eine Chance gehabt hätten, aber dann machen wir, als wir die Idee haben, dann außer Deckung ins Tempospiel zu gehen, Vollgas zu geben, machen wir im Tempospiel dann, glaube ich, nochmal 3 Fehler in den letzten 10 Minuten. Wenn wir da ja, vielleicht nochmal 1-2 machen, dann kriegen wir nochmal Energie. Die haben wir heute dann nicht bekommen. Das tut mir extrem leid. Ich finde, dass wir ja, das 30 Minuten sehr, sehr gut machen und in der zweiten Halbzeit dann wirklich nicht gut. Vielen Dank. Dann wären wir bei Ihren Fragen. Sollte es welche geben? Das ist nicht der Fall. Dann unseren Gästen eine gute Heimreise und alles Gute für die Restsaison. Und euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.